Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Diesmal geht es um die LiperTech Tevi, die ich hier habe. Das sind True Wireless Kopfhörer, die ich jetzt schon seit einigen Monaten im Einsatz habe. Und die habe ich jetzt für euch getestet und möchte euch so erzählen, warum ich die besser finde als die Sennheiser Momentum 1 und Sennheiser Momentum 2. Und ja, legen wir mal los. Die Kopfhörer kommen in diesem mit Stoff überzogenen Case daher und dem LiperTech Logo, und das erinnert schon an die Sennheiser Momentum True Wireless. Wir haben 4 LEDs hier auf der Frontseite, die den aktuellen Status anzeigen. Wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir hier noch einen LiperTech Schriftzug, die Kennzeichen für links und rechts. Wir haben hier im Deckel noch ein paar Spezifikationen. Und wir haben die True Wireless Kopfhörer selber, die ins Ohr reingeschoben werden hier. Und das sieht dann so aus. Steht so ein bisschen raus, ne? Also man muss ja auch manchmal ein bisschen was reindrehen, damit sie im Ohr richtig drin stecken. Aber man kann die Knöpfe gut erreichen, die da sich befinden. Links und rechts. Ansonsten, ja, der Halt ist gut hier, aber ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr das richtige Ohr habt, damit es reinpasst. Und es sieht halt manchmal ein bisschen was goofy aus, und es liegt natürlich auch an dem Stöpsel drin, den ihr habt, ob das dann auch wirklich richtig reingedreht werden muss, etwas tiefer reingesteckt werden kann oder nicht. Und ja, so habe ich, glaube ich, den besten Halt. Also man schiebt sie rein. Gerade am linken Ohr, am rechten Ohr habe ich das Problem nicht, aber am linken Ohr habe ich das Problem so ein bisschen. Ich schiebe sie rein und dann drehe ich sie so ein bisschen nach vorne, bis sie halt richtig drin stecken. Und dann seht ihr, fallen auch ein bisschen nach unten. Wenn ich dann mich irgendwie so bewege oder rumlaufe damit, habe ich kein Problem mehr, dass sie rausfallen. Aber da müsst ihr wirklich drauf sorgen. Es sind halt, also kann man schon mal, wenn man so dran kommt, kann es sein, dass sie rausfallen werden. Und wenn man drauf drückt, kann es natürlich auch sein, dass es ein bisschen unangenehm ist für den einen oder anderen. Also da auch drauf achten, was den Halt angeht. Aber Ergonomie geht noch in Ordnung. Ich würde mir das eine ganze Ecke besser wünschen. Die Earfun Free zum Beispiel, die haben einen viel ergonomischen Halt, als ergonomischeren Halt als die hier. Und die sitzen einfach viel besser beim Earfun Free als hier bei dem. Da ist es halt so ein bisschen fummelig und wackelig, weiß nicht, aber der Sound macht es einfach wieder weg. Und so oft drückt man da einfach auch nicht drauf, um das Lied zu wechseln oder zu pausieren oder mal leiser und lauter zu machen. Deshalb ist das, glaube ich, nicht so mein Problem, gerade wenn ich Musik höre mit denen. Ja, so sehen sie halt aus, wenn sie im Ohr drin stecken. Gucken halt so ein bisschen raus. Wir sehen hier Kontakte. Die müssen natürlich hier mit denen im Inneren übereinstimmen, um aufzuladen. Die haben auch kleine LEDs, die hier leuchten, wie man hier sieht, um auch noch einzeln anzuzeigen, dass sie tatsächlich auch aufgeladen werden. Und natürlich hier auch eine LED-Anzeige für den Ladezustand. Im Vergleich zu den FreeBuds 3 zum Beispiel ist das jetzt schon ein deutlich wuchtigeres Case, was einfach daran liegt, dass hier ein größerer Akku verbaut ist, der es einem erlaubt, die LiperTech Tevi 7-mal aufzuladen. Laufzeit sind etwa 10 Stunden, sagt zumindest der Hersteller. Ich habe jetzt so 8 Stunden rausgeholt mit einer Ladung, also tatsächlich so in ins Ohr reinstöpseln, hat wirklich ein 8-Stunden-Tag durchgehalten, ohne großartige Probleme, beide im Ohr, ohne großartige Probleme. Schauen wir uns die Ohrhörer selber an. Hier haben wir eine Kennzeichnung für links und rechts auch, weil die sehr symmetrisch aufgebaut sind. Da sieht man das nicht. Ich habe jetzt die LiperTech Standard Mitteleinstellungs Ohrhörer gewählt. Und ihr könnt auch die größeren wählen, aber die mittleren haben mir am besten gefallen und gepasst. Normalerweise wähle ich immer die größeren bei den Kopfhörern, aber in dem Fall sind die größeren etwas zu groß für mich. Und die mittleren passen gut. Was ich aber empfehlen kann, falls ihr den super Klang, den die hier schon liefern, noch etwas besser machen wollt, indem ihr die Höhen etwas verbessern wollt, dann würde ich hier diese Tipps austauschen, diese
Ohrhörer und würde die austauschen durch einige, die ein bisschen nicht diesen langen Kanal hier haben, sondern ein bisschen was tiefer sitzen und dadurch das Ganze etwas offener gestalten und ihr im Grunde genommen den, ich kann es ja mal demonstrieren, diesen nicht ganz sauberen, weil schon mehrmals benutzten Ohrhörer dann ein bisschen was dann auch mehr ja, rausholen aus dem, also dass der etwas weiter rausguckt, dass er im Grunde genommen direkt hier an dem Ende sitzt und nicht in dem Kanal drin sitzt, weil das machen die dann, macht das ein bisschen was doch in Sachen, gerade was den Klang angeht, ein bisschen was bei den Höhen, macht es einen Unterschied, dann werden die ein bisschen was dumpfer, was das angeht. Ansonsten ist der Klang von denen hervorragend. Also für 99 Euro kriegt man die Kopfhörer schon und dafür ist der Klang wirklich im Vergleich mit den Sennheisern deutlich besser. Wenn ich es wieder mit den Sennheisern vergleichen muss, ihr habt schon gesehen, die Akkulaufzeit ist deutlich besser mit 8 Stunden, 10 Stunden angegeben, 8 Stunden, die ich wirklich erreiche, deutlich besser als die Sennheiser. Und dann auch nochmal 7-mal in Case aufgeladen, das ist wirklich hervorragend. Also da habt ihr überhaupt keine Probleme, was das angeht. Und der Klang ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend für diesen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ihr nicht bekommt, ist eine App, die ihr benutzen könnt, um den Klang zu verändern, wie ihr wollt, oder noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zu haben, sondern die werden ohne App ausgeliefert. Und das kann ich auch nur empfehlen. Es gibt zwar eine Beta-App und eine Firma, die man sich runterladen kann. Nein, macht das nicht. Ladet euch diese Firmware nicht runter, sondern benutzt die so, wie die sind, ohne App und mit der Standard-Original-Firmware. Macht kein Firmware-Update, weil das Firmware-Update zerstört so ein bisschen diesen hervorragenden Klang, die sie jetzt aus der Box frisch geliefert tatsächlich auch liefern. Die Verarbeitung ist okay, es ist spritzwassergeschützt, ihr könnt damit also auch Sport treiben oder im Regen rumlaufen, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Knöpfe links und rechts, das sind wirklich Knöpfe, das sind keine Touch-Sensitiven, sondern da kann man wirklich, hat man wirklich einen Klick. Ich kann ja mal versuchen, das zu demonstrieren. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gehört habt oder nicht. Auf jeden Fall sind keine Touch-Sensitiven Flächen, sondern sind tatsächlich Knöpfe, die man drücken kann. Und ja, die haben auch verschiedene Funktionen. Wenn ich das also hier im linken Ohr habe und einmal drauf tippe, wird ein Anruf angenommen oder der Song weiter fortgeführt. Und das gleiche gilt für den rechten auch. Wenn ich aber hier zweimal drauf tippe, kann ich die Lautstärke verringern. Und hier zweimal drauf tippe auf dem rechten, die Lautstärke erhöhen. Das hat große Vorteile natürlich und ermöglicht es mir eine Lautstärkesteuerung, die nicht jede True Wireless Kopfhörer Kombination dann bietet. Und wenn ich dann zum nächsten Song springen möchte, tippe ich hier dreimal drauf und dann wird zum nächsten Song gesprungen. Und das also auch eine sehr, sehr gute Funktion, wie ich finde. Von der Verarbeitung top, Plastik natürlich auch und man sieht das hier so ein bisschen. Sie halten im Ohr, naja, ihr müsst die richtigen Ohren haben. Ich habe Glück, bei mir halten sie relativ gut und ordentlich. Manchmal kann es aber sein, dass einige Leute da Probleme mit haben. Da würde ich wirklich empfehlen, dann die richtigen Aufsätze dafür zu verwenden und einfach mal auszuprobieren und teilweise auch nochmal hier vielleicht etwas kleinere, hier etwas größere, um dann rauszufinden, was so euch am besten passt. Aber klar, die sind ein bisschen was breiter und hängen so ein bisschen aus den Ohren heraus. Da kann es sein, dass man ein bisschen was drehen muss und was schieben muss, um die wirklich im Ohr ordentlich sitzen zu lassen. Ja, das sind die LiperTech Tevi Kopfhörer und im Grunde genommen kann ich dazu eigentlich kaum mehr was sagen. Der Sound ist erstklassig. Es kommt ziemlich nah dran an den Sound meiner Lieblingskopfhörer per Kabel der Sony MH1 und es sind perfekte True Wireless Kopfhörer. aptX Support ist mit dabei, auch aptX TWS ist mit dabei. Das heißt, wenn ich hier mein Smartphone nehme, was das unterstützt und in die Bluetooth-Einstellungen hineingehe, kann ich die beiden Kopfhörer hier sehen und die werden einzeln verbunden. Ihr seht, einzeln werden sie miteinander verbunden. Jetzt ist er mit dem rechten und mit dem linken verbunden und dann werden die miteinander synchronisiert auch. Hat große Vorteile. Ich habe eine Akkuanzeige, zumindest bei meinem Sony-Gerät mit diesem aptX TWS, sind beide jetzt auf 100%. Wenn ich das Ganze mit meinen Huawei-Geräten verbinde,
habe ich nur AAC, das heißt, eines dieser Kopfhörer wird verbunden oder ich verbinde mich zu einem dieser Kopfhörer und der baut dann in Verbindung zum anderen auf und dann wird das über den einen eben laufen und über AAC übertragen. Ich habe dann keine Akkustandanzeige leider, aber also ansonsten auch keine Geräuschunterdrückung oder sowas ist nicht mit an Bord, aber ja, das ist auch nicht der Punkt, glaube ich, für 99 Euro, sondern das ist tatsächlich der Sound. Der Sound ist wirklich ziemlich, ziemlich ordentlich. Die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Es ist wassergeschützt, also schwimmen würde ich damit nicht gehen, aber spritzwassergeschützt, also im Regen damit rumlaufen, überhaupt keinerlei Probleme. Und Akkulaufzeit ist traumhaft damit und der Sound ist wirklich super. Also wenn ihr nach guten TWS, also True Wireless Kopfhörern sucht, die einen ordentlichen Sound haben, eine sehr gute Akkulaufzeit haben und ja wenig Spielereien haben wollt, wo ihr dann einfach meint, ah, vielleicht kann ich denn noch ein bisschen was an dem Equalizer Tune und so weiter und so fort, dann kauft euch die hier. Denn die sind wirklich sehr, sehr ordentlich für den Preis. Ich bin mehr als zufrieden damit. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Das sind die besten True Wireless Kopfhörer, die ich habe, was den Sound angeht, für Musik hören. Für Convenience, ja, sie sind im Ohr so ein bisschen, da nehme ich doch lieber die FreeBuds 3 zum Rumlaufen draußen, auch weil ich da die Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich höre immer noch, was um mich herum geht und geschieht. Aber wenn es nur um Sound geht, dann nehme ich hier die Leipertec Tevi, weil da kann man teilweise Sachen hören, die man auf einem True Wireless Sound System normalerweise so nicht hört, sondern da hört man vielleicht eventuell was mit den über die Ohr gezogenen Kopfhörer was, also Over-Ear-Kopfhörer hört man was. Was man normalerweise bei solchen kleinen normalerweise nicht hört, die hört man hiermit, die Sounds. Und teilweise habe ich die im Ohr drin gehabt und habe dann mir ein Video angeschaut und habe dann ein paar Sachen gehört, wo ich mich dann umgedreht habe. Hä? Da habe ich da irgendwas plätschern gehört und dann war das gar nicht tatsächlich bei mir, sondern es kam wirklich aus dem Video heraus, was man normalerweise so gar nicht gehört hat. Also das ist wirklich schon beeindruckend, was die hier rausgeholt haben und auch die Soundstage ist sehr beeindruckend für diese True Wireless Kopfhörer. Das war es jetzt eigentlich auch schon und das, was ich euch am Ende so zeigen möchte, ist so ein bisschen noch ein kleiner Mikrofontest, weil hier sind auch Mikros eingebaut. Jeder hat sein eigenes Mikrofon. Ihr könnt es also auch einzeln benutzen, wenn ihr denn möchtet. Die Mikrofone gehen in Ordnung, aber die Stärke liegt ganz klar im Sound, wenn ihr Musik hören möchtet oder vielleicht auch Videofilme oder sowas oder Spielfilme damit hören möchtet. Da liegt eben die Stärke drin. Perlen, wer das noch wissen möchte, kann man natürlich auch einfach länger gedrückt halten, nachdem man die rausgeholt hat. Dann gehen sie in den Pair-Modus, jeder einzelne. Und dann kann man die auch pairen mit allen möglichen Geräten. Und ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte es mit 2 oder 3 oder 4 Geräten pairen. Gleichzeitig geht leider nicht. Aber was auf jeden Fall funktioniert, ist einfach sagen, okay, ich habe es jetzt hier mit meinem Sony Smartphone gepairt. Es verbindet sich auch automatisch zurück zu dem. Aber wenn ich das mit einem anderen Gerät pairen möchte, wo ich das schon vorher oder verbinden möchte, wo ich vorher schon gepairt habe, dann mache ich einfach die Verbindung hier, die breche ich einfach ab und sage, okay, Verbindung trennen und ihr hört auch disconnected, wird gesagt im Hintergrund und dann werden die auch Verbindung abgebrochen und was ich dann machen kann, ist einfach, ich nehme das andere Gerät und verbinde die dann damit und habe die dann auch ohne Probleme verbunden. Ja, das war's zu meinem kleinen Review zu den Leipertec Tevi. Auf jeden Fall Langzeiterfahrung, sehr, sehr gute Kopfhörer, gerade wenn es darum geht, Musik zu hören, kann ich also nur empfehlen für alle diejenigen, die nach guten In-Ear-Kopfhörern per Bluetooth Wireless eben suchen, die einen ordentlichen Sound und eine gute Akkulaufzeit bieten. So, das ist ein kleiner Test, den ich aufnehme mit den Leipertec Tevi. Und ich hoffe, die Soundqualität ist einigermaßen in Ordnung. Ich nehme das Ganze auf mit dem Audiorekorder, der auch die Möglichkeit hat, über Bluetooth aufzunehmen. Und ich hoffe, dass die Qualität dann in Ordnung geht. Beide Leipertec Tevi-Geräte
Also der linke Kopfhörer und der rechte Kopfhörer sind mit meinem Sony Xperia 1 verbunden. Der erkennt sie tatsächlich als einzelne Geräte und ich muss beide dann auch verbinden. Anders als bei Huawei, wo ich über den AAC-Codec, also nicht über AptXTVS gehe, sondern über den AAC-Codec gehe, wo ich dann nur einen Kopfhörer verbinden muss und der andere dann sich automatisch über den einen verbindet. Ja, das war's für diesen kleinen Test. Ihr könnt mir natürlich im Kommentarbereich schreiben, was ihr von der Soundqualität des Mikrofons haltet. Ich denke, es ist ziemlich ordentlich dafür, dass man sie tatsächlich ins Ohr reinsteckt und sie keinen Stängel nach unten haben, um irgendwie die Tonqualität besser zu machen. Okay, zugegeben, ich habe hier auch beste Bedingungen. Ich sitze zu Hause ohne großen Lärm im Hintergrund und ja, kein Hintergrundrauschen, keine Gespräche und so weiter und so fort. Das wäre natürlich dort dann eine ziemlich andere Bedingung. So, ich hoffe, das reicht jetzt für diesen Test und schreibt mir im Kommentarbereich, was ihr von der Audioqualität haltet, auch der beiden Mikrofone.